Mehr hat am Ende, ja, gestern 1:1 in Rostock, 5. Spiel in Folge ungeschlagen. Ein Tag danach, was nehmt ihr mit aus diesem Spiel? Ja, wir haben, glaube ich, eine sehr solide Leistung auf den Platz gebracht, ein sehr schwieriges Auswärtsspiel bestanden. Ja, am Ende können wir sagen, mit ein bisschen Glück können wir alle drei Punkte mitnehmen. Am Ende war ein Punkt, ja, der ist auch wichtig, glaube ich, auch für die Jungs auch. Ich habe unsere Fans auch oben sehen vor dem Spiel und da war so in den Kopf, ich hoffe, die haben eine gute Heimreise. Das heißt, dass wir auch ein gutes Spiel abliefern und etwas Zählbares mitnehmen. Ich hoffe, dass wir denen da zumindest zum Teil die Reise ein bisschen erleichtert haben. Du hast auf der PK nach dem Spiel gesagt, abgesehen von der Rudelbildung in der Nachspielzeit war es ein cooles Spiel. Was hast du damit gemeint? Ja, da hat es gekracht in jedem Zweikampf. Das war echt sehr intensiv. Teilweise fast an die Grenzen, aber so ist die zweite Bundesliga, volle Hütte. Da sind 25.000 gegen dich und da zu bestehen, das hat mir gefallen, wie die Jungs da reingehaut haben, wie viel Mut und Begeisterung die entwickelt haben. Hat sich am Ende trotzdem so ein bisschen geärgert. Die Chancen waren ja in der Schlussphase da mit den Aluminiumtreffern, dass es am Ende, dass der Lucky Punch nicht mehr erreicht wurde. Ja, wir sind jetzt fünfmal in Folge umgeschlagen, aber letzte drei Spiele haben wir so ein bisschen auch Matchglück irgendwo, kann man das sagen, dass wir das ein bisschen vermisst haben, auch gestern, auch gegen Ingolstadt, auch mit roter Karte in Hannover. Und gestern war natürlich auch in dieser Schlussphase, wo es jeder wahrscheinlich erwartet hat, die Schlussoffensive von Rostock, haben wir das Zepter übernommen und waren wirklich zwei, dreimal richtig, richtig gefährlich und ja, leider ein bisschen Pech auch dabei, aber ist halt so, da geht auch nicht jeder rein. 39 Punkte jetzt, jetzt fehlt nur noch ein Punkt bis zu dieser magischen 40-Punkte-Marke. Ja, und jetzt steht das Heimspiel gegen den HSV an. Ja, wie geht ihr in diese Partie, wie geht ihr jetzt auch vor allem in die neue Woche, in diese letzten vier Spiele, das große Saisonfinale? Ja, wir müssen erstmal schauen, dass wir uns gut erholen. Es war jetzt eine lange Reise. Wir sind ja irgendwann nach Mitternacht hier angekommen. Muss man uns gut erholen, weil das wird gegen HSV eine intensives Spiel, die sind gut mit Ball. Wenn wir stressen wollen, müssen wir viele Wege machen. Wir müssen auch bereit sein, die Phasen haben, wo wir richtig leiden müssen, wo du vielleicht nicht so oft eine Kugel am Fuß kriegst oder keine gute Aktion entwickeln kannst, weil die so einen Druck und Wucht im Ballbesitz haben. Aber wir werden uns gut erholen, wir werden uns gut vorbereiten und wir werden uns dann mit allem, was wir haben, dagegen stemmen und in unserem vollen Stadion dann hoffentlich endlich mal auf diese 40er-Marke auch knacken.